Wir sehen, dass der Kryptomarkt immer mal wieder ziemlich stark pumpt, so wie beispielsweise zeitweise auch innerhalb der letzten 24 Stunden. So wurde ich gefragt, auf welche Daten es denn wirklich ankommt und wie diese ausfallen müssten, damit es positiv auf den Kryptomarkt wirken würde. Diese und viele weitere Fragen schauen wir uns im heutigen Video etwas genauer an. Viel Spaß mit dem heutigen Q&A. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Q&A beantworte ich wieder einige Fragen, die ihr mir über Instagram gesendet habt. Ich habe heute ganz schön viele Fragen bekommen. Dafür bin ich definitiv sehr, sehr dankbar. Damit unterstützt ihr natürlich dieses Format und ich hoffe, dass ich so viele Fragen wie möglich hier für euch beantworten kann. Ich habe versucht, fast alle Fragen mit einzubinden. Wir beginnen wie immer eher mit marktspezifischen Fragen, gehen dann über zu einzelne Kryptoprojekte und am Ende zu ein, zwei privaten Fragen. An dieser Stelle würde ich auch schon sagen, Freunde, wir reden gar nicht länger um den heißen Brei. Lasst super gerne eine Bewertung und einen Kommentar da, um mich und meine Arbeit zu unterstützen. Genießt definitiv das Wochenende. Springen wir nun auf die erste Frage. So wurde ich gefragt, frag mal in die Runde, ob sie bullisch oder bärisch gestimmt sind. Diese Frage wurde wahrscheinlich gestellt, weil wir gerade in den letzten 24 Stunden einen richtig schönen Pump gesehen haben. Einige gehen davon aus, dass das Ganze nur ein Fake-Pump ist. Andere gehen davon aus, dass es ein nachhaltigeres Ereignis ist. Schauen wir uns mal eine Umfrage an, die ich hier auf Twitter gestartet habe. So sehen wir, dass die Meinungen momentan relativ ausgeglichen sind. Es ist tatsächlich eher mit einer bärischen Tendenz, doch ich denke mal, wenn wir jetzt auf 22.000, 23.000 US-Dollar steigen sollten, werden wir hier definitiv auf der bullischen Seite die höheren Prozente sehen. Die Umfrage läuft allerdings auch erst seit einer halben Stunde, deswegen ist das vielleicht noch nicht ganz so repräsentativ mit den 200 Stimmen. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare und falls ihr euch für diese Umfrage interessiert, dann könnt ihr natürlich gerne auch mal auf Twitter vorbeischauen. Kommen wir somit zur nächsten Frage, der sich ebenfalls mit dem aktuellen Anstieg beschäftigt. Sehen wir den leichten Anstieg, weil allgemein mehr Menschen Interesse an Krypto zeigen, beziehungsweise gehen wir gleich auf die nächste Fragen, ist das Ganze eine Bärenmarkt-Rallye oder ein nachhaltiger Anstieg und können wir eventuell 2022 noch einen Start des Bullruns sehen? Und noch ein paar nette Worte, vielen Dank dafür, Frank. Also, die aktuelle Situation bzw. der aktuelle Pump ist daher entstanden, weil gestern die Arbeitslosenquoten veröffentlicht wurden bzw. allgemeine Arbeitsmarktdaten. Diese sind so ausgefallen, dass der Arbeitsmarkt nicht richtig gut aussieht. So haben wir eine Arbeitslosenquote von 3,7% in den Vereinigten Staaten. Zuletzt lag diese bei 3,5%. Erwartet waren 3,6%. Somit sehen wir mehr Arbeitslose als zu Beginn gedacht. Das Problem an dieser Sache bzw. eigentlich das Positive und auf der anderen Seite Negative ist, natürlich mehr Arbeitslose, das heißt weniger Leute, die Einkommen generieren, logischerweise. Das Ganze ist natürlich für die Wirtschaft nicht gut und vor allem ist das Ganze für die Fed nicht gut, also für die US-amerikanische Notenbank. Wir wissen, das aktuelle Währungssystem ist auf Schulden aufgebaut und was passiert, wenn man keinen Job mehr hat? Man kann seine Schulden nicht mehr zahlen. Gerade in den Vereinigten Staaten ist das Ganze natürlich mit dem Immobilienmarkt sehr eng miteinander gekoppelt, wenn du hier deine Mortgage Payments tätigen musst, also deine Hypothekenzahlungen etc. und arbeitslos bist, kannst du diese nicht mehr tätigen. Dadurch kannst du deine Schulden nicht mehr zahlen. Und was passiert, wenn man seine Schulden nicht mehr zahlen kann, haben wir in den letzten 12 Monaten im Kryptomarkt gesehen. Das ist nicht gut und aufgrund dessen reagiert die US-amerikanische Notenbank meistens spätestens, wenn die Arbeitslosenquote nach oben schießt, weil dann eben ein Systemausfall droht bzw. ein riesen Pleiteausfall, weil ja, wenn die Leute nicht mehr zahlen können, dann haben die Banken ein Problem und wenn die Banken ein Problem haben, haben wieder wir ein Problem und das Ganze schaukelt sich gerade so hoch. Deswegen sind gerade die Arbeitsmarktdaten so extrem wichtig, deshalb hatte ich auch in der vergangenen Woche immer wieder darüber gesprochen, dass man unbedingt auf den Freitag schauen muss. Nun sind die Arbeitsmarktdaten noch schlechter als erwartet, was den Markt so ein bisschen ja, Aufschwung verleitet hat. 3,7% sind aber historisch gesehen immer noch sehr, sehr gute Arbeitslosenquoten. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob ich den aktuellen Pump hier als nachhaltig bezeichnen würde. Er kann definitiv noch stärker ausfallen. Wir können auch in die Bereiche von 25.000 bis 30.000 US-Dollar laufen. Komplett trauen würde ich dem Braten allerdings noch nicht, denn wir sehen natürlich gerade auch in den nächsten Tagen und Wochen immer mal wieder sehr wichtige Daten. So wurde ich gefragt, wie stark werden die Arbeitslosenquoten der USA am 10.11. sein? Ich denke mal, du meinst nicht die Arbeitslosenquoten, weil die wurden eben gestern veröffentlicht. Ich denke mal, du redest hier vom CPI, vom Verbraucherpreisindex. Das ist nämlich das wichtige Datum. So wurde ich ebenfalls auch gefragt, welche entscheidenden Daten gibt es noch dieses Jahr für den Crypto Space? Die entscheidenden Daten kommen hier hauptsächlich aus der Realwirtschaft, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten. Natürlich können immer wieder Termine reinkommen. Es kann sein, dass auf einmal irgendeine Großbank dicht macht oder irgendwo irgendwas anderes groß passiert. Die wichtigsten Daten sind allerdings einmal die Arbeitsmarktdaten, weil sie oft die Fed zu einem Umdenken bringen. Dann haben wir die CPI und die PPI-Daten, also den Verbraucherpreisindex und den Producer Price Index, also einmal, was die Leute kaufen, beziehungsweise wie da die Preise steigen und einmal, wie die Preise der Produzenten steigen, weil das natürlich
natürlich einen direkten Einfluss am Ende des Tages auch auf die Verbraucherpreise hat. Das sind die wichtigen Daten, auf die die Fed schaut, um zu schauen, wie viel Spielraum sie haben, hier die Zinsen weiter anzuheben. Und damit sind wir auch gleich beim nächsten wichtigen Termin, und das sind eben die direkten Zinsanhebungen. Die wichtigsten Daten sind allerdings die Arbeitsmarktdaten, die CPI- bzw. PPI-Daten, weil sie halt direkte Einflüsse auf den Markt signalisieren. Die US-Notenbank reagiert ja mit den Zinsanhebungen quasi nur auf die Wirtschaftsdaten. Das heißt, wir sehen die Wirtschaftsdaten, die Märkte preisen es ein, dann kommt die Fed mit ihrer Entscheidung, und sollten sie jetzt nicht irgendwie andere News haben, dann werden sie meistens ungefähr das Ergebnis treffen. Deswegen sind das eben die wichtigsten Daten. Am 10.11. werden wir eben die nächsten Verbraucherpreisindexdaten aus den Vereinigten Staaten sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch weiterhin leicht rückläufig sind. Dennoch ist die Inflation dort zu Lande natürlich immer noch viel zu hoch, weshalb die nächste Zinsanhebung wahrscheinlich auch 50 Basispunkte betragen wird. Allerdings kommen dann natürlich noch weitere Daten im Laufe des Jahres. Ich packe euch mal einen Link in die Videobeschreibung, wo man die ganzen Daten nachschauen kann. Wieso hält sich die Weltwirtschaft trotz der aktuellen Umstände so in Anführungsstrichen gut? Genau das ist das Ding, weil wir halt eben momentan noch keine großen Zahlungsausfälle haben. Das Ganze kann allerdings sehr, sehr schnell kippen, so wie beispielsweise 2020, wo die Arbeitslosenquote nach oben geschossen ist. Dort hat sich die Weltwirtschaft vom einen auf den anderen Monat quasi komplett gekippt. Das haben wir auch in den Kursen gesehen, und genau das könnte jetzt eben auch irgendwann passieren. Das wäre dann ein sehr schneller Umschwung, und das könnte sehr schnell zu sehr stark fallenden Kursen sorgen. Ob es wirklich so weit kommt, weiß man nicht. Die Wirtschaft sieht momentan so einen leichten Abschwung. Die Fed bezeichnet das als weiche Landung. Viele gehen davon aus, dass wir keine weiche Landung sehen werden, sondern einen harten Schlag am Ende. Wissen tut es allerdings keiner. Deswegen kann man eben nur auf die aktuellen Marktgeschehnisse eingehen. Dadurch, dass wir allerdings jetzt gesehen haben, dass die Earnings der größten Tech-Konzerne in den letzten Monaten sehr, sehr schlecht waren, also gerade auch vom letzten Quartal, gehen viele davon aus, dass wir viele Entlassungen sehen werden, und das wiederum dann natürlich einen negativen Einfluss short-term auf den Markt hat. Wenn die Fed dann allerdings gezwungen ist, die Zinsen nicht weiter anzuheben, weil die Arbeitslosenquote zu hoch ist, hat es natürlich wieder einen positiven Effekt auf den Kryptomarkt, denn wir wollen natürlich das billige Geld. Wir wollen, damit unsere Assets steigen, natürlich geringe Zinsen und viel Geld am Markt. Das ist natürlich für die allgemeine Wirtschaft nicht gut, weil dadurch die Inflation entsteht. Solche Werte wie allerdings Bitcoin und andere Vermögenswerte bieten uns dann allerdings eben mehr oder weniger ein Inflationshedge, also quasi eine Versicherung gegen eine sich zu stark ausbreitende Geldmenge. Kommen wir zur Frage: Mahnungen kassieren für den Bärenmarkt oder pünktlich Rechnungen zahlen bzw. Lebensstandards zurückschrauben, um lieber zu investieren. Also welche Wege sollte man hier gehen? Zum Punkt 1, ich würde auf gar keinen Fall irgendwelche Mahnungen kassieren oder irgendwelche Schulden aufnehmen, damit ich das in den Crypto-Space investieren kann und nicht in Bitcoin oder so. Das sollte man meiner Meinung nach gar nicht machen. Die Regel Nummer 1 sollte es sein, deine Schulden abzubauen, zu tilgen oder quasi so Schulden zu haben, die du jeden Monat gut abtragen kannst, so wie beispielsweise, wenn du in einer Immobilie wohnst. Wenn du da jeden Monat 500 Euro Abtrag zahlst, ist das was anderes. Aber ich würde niemals hier irgendwie meine Handyrechnung nach hinten schieben oder mir ein Auto kaufen und die Leasingzahlungen irgendwie nach hinten drücken, nur damit ich das Geld investieren kann. Meiner Meinung nach sollte man das auf gar keinen Fall machen. Lebensstandard zurückschrauben, kommt natürlich darauf an, was du für einen Lebensstandard hast. Man sollte sich vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt überlegen, ob man sich bei Starbucks wirklich den Kaffee für 8 Euro holt oder ob man ihn sich nicht doch für 50 Cent selber zu Hause macht. Das sind solche Stellschrauben, an denen man arbeiten kann. Aber natürlich solltest du jetzt auch nicht dein ganzes Leben hier einschränken, nur um das Geld zu investieren, weil wenn der Markt dann weiter droppt, dann hast du nicht nur dein Leben zurückgeschraubt, sondern auch ein kleineres Portfolio. Das würde dich doppelt frustrieren. Deswegen muss man hier eine gute Mischung finden. Da ist allerdings auch jeder Mensch unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel ein sehr sparsamer Typ. Andere Menschen brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, beziehungsweise wollen unbedingt ein bisschen mehr Geld ausgeben, um eben, keine Ahnung, sich glücklicher zu fühlen oder so. Da muss jeder selber schauen, wie er damit klarkommt. Bis zu welchem Preis kaufst du Bitcoin nach? Auch eine sehr interessante Frage. Ich werde Bitcoin immer nachkaufen. Ich habe Bitcoin schon bei 50.000 nachgekauft. Ich habe Bitcoin bei 17.500 nachgekauft. Und ich werde Bitcoin auch bei 100.000 nachkaufen. Ich werde Bitcoin immer mal wieder ein Stückchenweise nachkaufen. Natürlich, wenn wir größere Abschwünge haben, setze ich größere Tranchen rein. Und wenn die Märkte steigen, dann eben weniger. Den Sparplan lasse ich beispielsweise immer laufen. Und am Ende des Tages ist Bitcoin für mich eine Police gegen das aktuelle Finanzsystem. Vor allem allerdings gegen die Geldentwertung. Und ich sehe das Ganze hier als Long-Term. Deswegen, so kommen wir auch zur nächsten Frage: Ab wann ich Bitcoin-Gewinne realisiere? Realisiere ich wahrscheinlich niemals Bitcoin-Gewinne. Höchstens, wenn man irgendwann mit Bitcoin richtig viel Zahlungen tätigen kann. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich kein Preisziel im Kopf, wo ich jetzt Bitcoin verkaufen würde. Sollten wir jetzt hier einen Hype sehen? Sollten wir jetzt hier einen Bullrun sehen wie 2017, wo Bitcoin, keine Ahnung, von 20.000 auf 100.000 steigt innerhalb von 2 Wochen? Dann würde ich Gewinne realisieren, weil es dann ein ja nicht nachhaltiges Wachstum wäre. Es sei denn, die USA sagt jetzt, dass sie Bitcoin mit auf die Balance Sheet schreiben. Davon gehen wir allerdings jetzt mal nicht aus.
wenn wir einen wirklich krassen Hype sehen, dann würde ich vielleicht Gewinne realisieren. Doch im Allgemeinen ist Bitcoin echt bei mir eine sehr, sehr langfristige Wertanlage. Wo ich Gewinne realisiere, ist eher bei den Altcoins, bei den kleineren Projekten. Das sind die Sachen, wo ich Gewinne realisiere und das Geld am Ende des Tages dann zum Teil natürlich auch mit in den Bitcoin reinschiebt. Wo man natürlich auch viel Geld mit verdienen kann, ist bei Airdrops. Habe ich ja im gestrigen Video gefragt, ob ich ein Airdrop-Video machen soll. Die Fragen von euch waren sehr, sehr groß. Hier wurde ich auch nochmal gefragt, ob ich nochmal die Funktionsweise erklären kann. Ein solches Video wird nächste Woche kommen. Ich freue mich drauf. Ich habe schon einige Projekte rausgesucht. Falls ihr noch irgendwelche interessanten Projekte habt, die möglicherweise bald Airdrops machen werden, und ich meine nicht irgendwelche Gewinnspiele, sondern wirklich Airdrops für jeden, der das Projekt nutzt, dann lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ich hatte beispielsweise auch gestern gesagt, dass ein Kollege von mir beim EMS, also Ethereum Name Service Airdrop, $60.000 als Wert geairdroppt bekommen hat. Und übrigens, nein, er hat nicht verkauft. Das war natürlich ein Fehler. Und so kommen wir zur Frage, deine drei größten Kryptofehler, beziehungsweise wie schafft man es, Emotionen außen vor zu lassen, braucht man einfach nur genügend Erfahrung. Meine drei größten Fehler: zum einen natürlich FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, einzusteigen, wenn die Kurse schon viel zu stark gestiegen sind. Bestes Beispiel IOTA 2017. Ich habe Nähe des All-Time-Highs gekauft für 500 Euro, hatte am Ende noch einen Wert von 5 bis 10 Euro, so in dem Bereich. Der zweite größte Fehler war es dann, an Kryptoprojekten festzuhalten, nur wenn man sich in diese verliebt hat. Wieder eine emotionale Bindung, wo wir gleich über die nächste Frage sprechen, wie man seine Emotionen aus dem Markt lässt. Und das ist eine Sache, die muss ich mir selber zuschreiben, wo ich zufrieden bin, dass ich so gemacht habe, dass ich keine Angst hatte und dann irgendwann verkauft habe. Weil ich habe beispielsweise, ihr wisst es ja, zwischen 2018 und 2019 nicht wirklich was gekauft, weil der Markt war tot. Es ist quasi so eine Marktphase gewesen wie aktuell. Es war uninteressant, keiner hat sich dafür interessiert, auch ich nicht. Das, was ich mir gut zuschreiben lassen muss, ist, dass ich meine Werte im Crypto gelassen habe. Ich habe allerdings nichts nachgekauft. Und das ist der dritte Fehler, während so schwachen Marktphasen wie jetzt gerade den Fokus verlieren und sich für andere Dinge interessieren, weil man wird sich hundertprozentig ärgern, wenn man zu Marktphasen wie jetzt wegschaut, weil, ja, keine Ahnung, ist ja langweilig, und dann während des Bullruns wieder einsteigt und dann zwei Monate später wieder alles verliert, weil die Kurse dann wieder zurücksetzen. Jetzt gerade ist die Zeit, sich ein Fundament aufzubauen. Es ist nicht nur die Zeit, dass die Projekte selber ein Fundament bauen, sondern auch du in deinem Portfolio. Zumindest ist das meine persönliche Meinung. Dabei muss man sich natürlich auch mit einigen Dingen beschäftigen, so wie beispielsweise auch der Steuerthematik. So wurde ich gefragt, wann kommt das Video mit dem Steuerberater. Es wird jetzt die Tage kommen. Es wird allerdings, glaube ich, ein Zusatzvideo sein. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, weil, ja, an sich möchte ich das Video auf jeden Fall hochladen. Also es wird auf jeden Fall ein Part kommen. Es werden auch mehrere Parts kommen, weil im ersten Video konnten wir bei weitem nicht alles besprechen. Ich denke allerdings, ich werde es ein bisschen aufsplitten, beziehungsweise, ja, dann irgendwie die nächsten Tage mal zwei Videos am Tag hochladen. Einmal das mit dem Steuerberater und dann das normale Daily-Video. Kommen mal wieder ausführliche Videos zu Altcoins, Roadmap, Update, etc. Würde ich sehr gerne machen. Ich habe dazu auch schon einige interessante Projekte gefunden. Bei mir ist so ein bisschen das Problem, dass ich es schon sehr lange nicht mehr gemacht habe auf diesem Kanal. Und sobald ich über ein Projekt spreche, wird mir mal vorgeworfen, dass ich von denen bezahlt wurde oder so. Aber es gibt auch Projekte, die ich sehr feiere, von denen ich nicht bezahlt bin. Falls ich mal Projekte vorstellen soll, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Projekte ihr interessant findet. Was ich persönlich interessant fände, wäre mal wieder so ein Video, wo ich 4, 5 Altcoins vorstelle, die eine richtig kleine Market Cap haben, die meiner Meinung nach sehr interessant sind, die allerdings natürlich auch ein hohes Risiko mit sich bringen. Falls ihr so ein Video sehen wollt, schreibt es mir ebenfalls gerne in die Kommentare. Altcoins, die ich beispielsweise im letzten Jahr vorgestellt habe, vor allem auch teilweise stark vor dem Pump, war Matic sowie auch Q&T, wobei ich Matic deutlich besser gecallt habe. Damals, glaube ich, bei 16 Cent, und wir sind mitten im Bärenmarkt, und selbst jetzt ist das Ding bei 1,14 Dollar, glaube ich, aktuell. So wurde ich gefragt, warum ist Matic so durch die Decke gegangen und was sind meine Kaufbereiche? Ist Matic ohne Ethereum nutzlos? Meiner Meinung nach ist Matic ohne Ethereum nicht nutzlos. Dabei arbeiten sie gerade daran, sich selber auf was Eigenständiges aufzubauen, aber natürlich haben sie eine große Abhängigkeit von Ethereum. Dennoch darf man nicht vergessen, dass mittlerweile schon über 40.000 Smart Contracts alleine über Polygon Matic laufen, und das ist eben auch so ein bisschen der Grund, warum der Tokenwert auch aktuell immer noch nachhaltig steigt. Zu jüngst wurden dann natürlich noch Partnerschaften geschlossen, unter anderem mit Facebook, Meta und so weiter. Ich hatte die letzten Tage darüber gesprochen und das hat wohl auch zusätzlich für den aktuellen Pump gesorgt. Bei Q&T wurde ich noch zum Boden gefragt und welche Preisziele ich bei Quant habe, um dort nachzukaufen. Quant hat sich die letzten Wochen ebenfalls sehr stark durchgesetzt, und ihr seht es alleine schon an dieser Folie, die ich jetzt nochmal kurz einblende. 3 Fragen zu Matic, 2 Fragen zu Q&T. Vor 2 oder 3 Q&As war es noch so, dass ich 12 Fragen zu Q&T hatte, weil der Kurs zu dem Zeitpunkt gepumpt ist. Seitdem kam er auch teilweise wieder leicht runter und die Nachfragen haben direkt nachgelassen. Dasselbe wird mit Polygon sein. Jetzt kriege ich wieder Fragen, wo die Kaufbereiche sind, und wenn Polygon dann ein paar Wochen wieder abflacht, dann interessiert sich wieder keiner dafür. Die Projekte muss man sich anschauen.
schauen, wenn sich keiner dafür interessiert, so wie man sich für den Kryptomarkt im Allgemeinen beschäftigen sollte, beziehungsweise dort reinschauen sollte, wenn der Gesamtmarkt relativ tot erscheint. Das gleiche sehen wir jetzt wieder im besten Beispiel, QuantQT. Die aktuellen Preise sind meiner Meinung nach ja auf jeden Fall gerechtfertigt, doch ich kaufe momentan noch nicht nach. Ich warte echt darauf, bis wir hier noch ein paar Abverkäufe sehen. Ich hoffe in Anführungsstrichen noch darauf, dass wir noch einen großen Rücksetzer im gesamten Kryptomarkt sehen und dann würde ich auf jeden Fall nochmal richtig schön dicke Tranchen reinsetzen. Ich habe im letzten Portfolio-Update-Video bereits gesagt, wo hier meine Kaufzonen sind, auch wenn ich diese leicht nach oben anpassen musste, weil Quant natürlich sich ziemlich stark durchgesetzt hat. Ich habe allerdings auch zum Glück schon während des Bärenmarktes dort nachgekauft und somit bin ich auch aktuell mit meiner Position relativ zufrieden und das sollte man auch immer sein, um eben nicht in FOMO zu verfallen. Du solltest mit deinem aktuellen Portfolio zufrieden sein. Wenn die Kurse steigen, solltest du dich darüber freuen und nicht unbedingt noch mehr Geld investieren müssen, nur weil die Kurse steigen. Und wenn der Kurs fällt, dann solltest du nicht Panik haben, dass deine Privatreserven hier irgendwie zerschmolzen werden. Auch zu Crowdswap hatte ich noch eine Frage erreicht, und zwar, was ich genau von dem Projekt halte. Ich persönlich bin nach wie vor von dem Projekt überzeugt. Ich bin allerdings natürlich auch mit ihnen gepartnert, wie ihr wisst. Allerdings bin ich, wie gesagt, von dem Projekt überzeugt. Ich finde es immer noch sehr, sehr geil, was die machen. Sie bieten hier ja an, nicht nur Cross-Chain deine Tokens zu übertragen, sondern gleichzeitig auch noch Swaps zu tätigen. Sie geben einem ja hier die Möglichkeit, den besten Preis, den besten Wechselkurs zu finden zwischen zwei Assets. Und meiner Meinung nach ist das genau das, was sie brauchen. Zusätzlich bieten sie Opportunities und in den nächsten paar Tagen werden weitere Partner gelauncht, die selber Total Value Locks von mehreren hundert Millionen haben. Crowdswap hat aktuell, glaube ich, einen Market Cap von 5 bis 10 Millionen. Es könnte also noch ein interessantes Projekt sein und man sieht, dass sie genau das machen, was ich eben meinte, während des Bärenmarktes. Bauen. Wer ebenfalls während des Bärenmarktes baut, ist Chainlink. So wurde ich gefragt, ob meine Glaskugel mir verrät, dass Blink im nächsten Bullrun 100 Euro erreichen kann. Meiner Meinung nach definitiv. Natürlich, sie können auch von der Konkurrenz weggedrückt werden, Quant Network oder beispielsweise auch vom neuen Projekt von Binance. Doch ich denke, 100 Euro bei Link sind meiner persönlichen Meinung nach drin, auch wenn das natürlich alles hier keine Anlageberatung ist. Ich wurde noch zu TMNG gefragt, auch ein Partner von mir möchte ich auch ganz klar sagen. Gibt es Neuigkeiten zu dem Projekt? Die Neuigkeiten zum Projekt bestehen aktuell darin, dass am 15. des aktuellen Monats die Preise steigen. Der Presale-Preis steigt dann von 11 auf 12 Cent. Wie gesagt, es ist ein Presale, man kann den Token aktuell nur über die eigene Plattform kaufen und dann wird er höchstwahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres hier, beziehungsweise ziemlich sicher Anfang des nächsten Jahres hier an verschiedenen Börsen gelistet, beziehungsweise erstmal auch in einer eigenen DEX gelauncht. An welchen Börsen er hier gelistet wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Auch ich als Partner weiß zum aktuellen Zeitpunkt nicht, auf welchen Börsen der Token an den Start geht. An dieser Stelle wurde ich noch zum Ledger gefragt, und zwar, wenn ich Ledger-Apps deinstalliere, sehe ich dann noch den Bestand in der Ledger Live-App. Ja, du kannst dir aber in Ledger quasi dir die verschiedenen Apps runterladen, also Ethereum, Bitcoin und so weiter. Dann kannst du deine jeweiligen Werte an diese Adressen schicken. Du kannst die Konten allerdings auch wieder löschen, ohne dass deine Kryptowährungen verschwinden. Es ist nur eine Art des Zugangs. Deine Kryptowerte werden auch weiterhin über Ledger Live dann angezeigt. Von daher braucht man sich dort keine Sorgen machen. Man kann allerdings die Apps natürlich auch wieder installieren, um dann weitere Transaktionen zu tätigen. Transaktionen kann man auch mit NFTs tätigen, die man übrigens auch auf dem Ledger speichern kann. Ich wurde gefragt, was ich von NFTs halte. Ich muss dazu sagen, ich persönlich halte nichts von NFTs, zumindest nichts als Affenbilder oder so. Das kann man machen, es ist vielleicht als Meme ganz lustig, allerdings ist das hier meiner Meinung nach nicht wirklich nachhaltig. Die NFT-Technologie, also die Non-Fungible-Token-Technologie an sich, ist allerdings meiner Meinung nach sehr, sehr zukunftsorientiert. Die NFTs werden uns ein Leben lang begleiten. Ob uns ein Leben lang Affenbilder begleiten werden, weiß ich nicht. Vielleicht schon, weil es ja somit die ersten NFTs waren. Allerdings gibt es meiner Meinung nach hunderttausende Krypto-Projekte, hunderttausende NFT-Projekte, die man einfach, ja, vergessen kann, weil es einfach nur, ja, Geld einsammeln ist, ohne irgendeinen Ansatz von Wert. Von daher, die meisten NFTs sind für mich leider Schmutz. Passives Einkommen generieren kann man natürlich auch mit NFTs und das ist wieder so dieser Use Case von NFT, den man mit reinbringen kann. Finde ich ganz gut. Passives Einkommen ist natürlich ein Ziel, welches jeder haben sollte, der vor allem langfristig sich etwas aufbauen möchte. Ich bin auch dabei, mir verschiedene passive Einkommensquellen aufzubauen. Kann ich nur empfehlen. Sollte jeder machen. Mein persönliches erstes Etappenziel ist es, all meine regelmäßigen Kosten, die ich jeden Monat habe, mit meinem passiven Einkommen zu decken, weil ich mich dann theoretisch nach hinten lehnen kann, entspannen kann und eben kein neues Geld brauche, wenn eben meine passiven Einnahmensquellen meine Ausgaben decken. Hast du einen Krypto-Buddy auf der Arbeit oder interessiert sich keiner dafür?
Nicht wirklich, also ich werde ab und zu mal gefragt, wo der Bitcoin aktuell steht, aber ansonsten habe ich eigentlich keine Arbeitskollegen, die sich wirklich mit der Thematik beschäftigen. Man kann es allerdings natürlich auch keinem übel nehmen. Die meisten interessieren sich auch nicht für Aktien oder so. Ist halt nicht unbedingt die Zielgruppe, beziehungsweise sind es halt nicht unbedingt die Leute, die sich dafür interessieren. Wofür ich mich persönlich auf der anderen Seite sehr interessiere, ist beispielsweise Training. So würde ich gefragt, klassisches Training, Freeletics oder Calisthenics, und welchen Trainingsplan würdest du jemandem empfehlen, der schnell Resultate erzielen würde? Ich würde ihm empfehlen, klassisches Training zu machen. Gerade wenn man anfängt, sollte man meiner Meinung nach 3 bis 4 Mal die Woche Ganzkörpertraining machen. Klingt sehr langweilig. Du kannst ja natürlich auch sagen, yo, trainiere 6 Mal die Woche mit einem geilen Split. Allerdings, wenn damit die Leute anfangen, dann ist es ziemlich anstrengend und dann werden die meisten Leute nach 2 Wochen die Lust verlieren. Kannst du natürlich auch gerne machen. Ich würde immer persönlich empfehlen, immer erstmal mit Ganzkörpertraining anzufangen, um eine Grundmuskulatur aufzubauen. Brauche nicht lange sein, 2, 3 Monate, und dann kann man so langsam in ein Split-Training übergehen. Aber auch wirklich nur, wenn man richtig Bock hat und vor allem, wenn man richtig diszipliniert ist und auch wirklich bereit ist, 5 bis 6, vielleicht auch teilweise 7 Mal die Woche trainieren zu gehen. Ansonsten finde ich Calisthenics übelst geil. Ich habe damals auch mit dem Gedanken gespielt, Calisthenics mehr zu machen. Ist natürlich ultra anstrengend für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das ist so dieses Bodenturnen und sowas. Also da gibt es ganz viele verschiedene Formen. Finde ich super geil, wenn man so eine Kontrolle über seinen Körper hat. Ist allerdings sehr, sehr anstrengend, braucht sehr, sehr viel Zeit, Disziplin. Und da ist klassisches Training teilweise einfacher. Vor allem so wie bei mir aktuell der Alltag strukturiert ist, habe ich immer nur 1 Stunde zum Training und da kann ich nicht für Calisthenics mich 20, 30 Minuten warm machen, bevor ich dann meine ersten Übungen mache. Deswegen bin ich aktuell eher auf dem Trip klassisches Training. Schaue deine Videos seit 02.20.22, deine täglichen Einschätzungen im Hintergrund. Vielen Dank dafür, dass hier im Hintergrund, warum ich diese grüne Graswand habe. Vorher war das einfach nur eine weiße Wand und das sah ein bisschen blöder aus. Ich wollte wenigstens ein bisschen Farbe mit reinbringen. Hier kommt vielleicht irgendwann nochmal ein LED-Schild hin oder so. Ich wollte einfach nur, dass der Hintergrund nicht komplett tot ist, weil ich wurde mal gefragt, ob ich irgendwo im Keller sitze. Übrigens auch an den Kollegen Human Project geht ein Dankeschön raus, der sich für meine Videos bedankt hat. Sehr, sehr gerne. So kommen wir jetzt zur letzten Frage, und zwar eine sehr, sehr wichtigen Frage, und das ist meiner Meinung nach wirklich eine Frage, mit der sich viel zu wenig Leute im Crypto-Space beschäftigen. Also gerade wenn man ins Themengebiet reinkommt, sollte man sich vor allem auf diese Frage konzentrieren, und zwar in meiner Instagram-Story habt ihr das vielleicht gesehen, dort wo ich die Fragen zum Q&A gestellt habe, war oben etwas Kleines zu sehen und so wurde ich gefragt, ist das ein Lama? Nein, es ist kein Lama, es ist ein Alpaka. Der Unterschied besteht darin, das Lama hat eine Schulterhöhe von etwa 130 cm und bringt schnell auch mal 140 Kilo auf die Waage. Alpakas dagegen sind mit einer Schulterhöhe von etwa 90 cm eine Mini-Ausgabe des Lamas und mit einem Gewicht um die 60 Kilogramm sehr viel besser handelbar. Außerdem wirkt der Körperbau eines Alpakas runder. Und somit beende ich lieber das heutige Video, bevor ich euch noch mehr Müll erzähle. Das war's, Freunde. Vielen Dank für den Support und die Unterstützung. Habt ein wunderschönes Wochenende. Bis morgen in alter Frische. Dann ciao, ciao.